In Russland, wenn mich jemand anruft und fragt, bist du für oder gegen Putin, werde ich dem sicher nicht, wenn er meine Telefonnummer hat, die Wahrheit sagen. Wie kann man als unabhängige Journalistin, wie kann man so in Russland arbeiten? Also so wie man sich das bei uns vorstellt, als unabhängige Journalistin, Journalist zu arbeiten, geht in Russland so natürlich nicht, vor allem nicht seit Kriegsbeginn oder genauer gesagt eigentlich eine Woche nach Kriegsbeginn, weil seither herrscht Militärzensur. Das bekannteste Beispiel ist ja, dass man in Russland den Krieg nicht als solchen bezeichnen darf, dass man Spezialoperation dazu sagen muss. Was heißt das jetzt, wenn Sie zum Beispiel sagen, es herrscht Krieg, obwohl Sie das ja eigentlich nicht dürfen? Kontrolliert das irgendjemand und kriegen Sie dann Druck? Das erfährt man dann, wenn das vielleicht jemand mitkriegt und dann irgendwie was sagt. Aber bei uns ist das nie passiert. Wir haben grundsätzlich das eher so gemacht, ne? Es, der Krieg, der in Russland Spezialoperation genannt werden muss. Es waren dann immer noch zusätzlich 5 Sekunden. Das ist beim Fernsehen sehr, sehr wertvolle Zeit, aber das musste einfach sein, weil wir wollten nicht nur Spezialoperation sagen, wir wollten das Wort Krieg halt auch einfach mindestens einmal verwenden. Es ist auch spannend, mal eine Geschichte zu machen über die Menschen, die für den Krieg sind, die viel auch die Propaganda nachplappern. Das habe ich persönlich auch ganz viel gehört, dass man diese Versatzstücke der Propaganda immer wieder hört. Aber nach dem 15. Mal ist es halt nicht mehr so spannend. Und wenn man dann mal was Kritisches hört, wenn man Menschen reden hört, die gegen den Krieg sind oder die gegen die russische Führung sind beispielsweise, muss man sich überlegen, kann ich das überhaupt bringen? Weil ich bringe damit ja potenziell meine Gesprächspartnerin, meinen Gesprächspartner in Gefahr. Was wir tatsächlich gemacht haben, ist teilweise Wohnungen kurzfristig für einen Tag anzumieten. Also man kennt es Airbnb, auch gesperrt in Russland gibt es auch nicht mehr, aber es gibt eine russische Variante halt einfach. Das klingt so ein bisschen fast schon wie nach Geheimdienstoperationen. Tatsächlich habe ich einmal so im Scherz gesagt, es fühlt sich an, als würde man fast schon am Rande der Illegalität arbeiten, obwohl man einfach nur ganz ein normales, unspektakuläres Interview macht. Hat sich jetzt ganz persönlich gesprochen Ihre Art zu arbeiten seit dem Krieg verändert? Und wenn ja, wie? Und zwar ganz viele Male und auf viele verschiedene Arten und Weisen, weil eben, wie wir vorher schon gesagt haben, viele nicht mehr sprechen wollen, weil man die Drehs schwierig nur mehr bekommt, weil alles einfach so viel Aufwand ist, man schwimmt in seiner zähflüssigen Masse und muss sich da durchkämpfen irgendwie und alles ist sehr anstrengend. Wie lebt man als Ausländer in Russland so im Alltag? In Moskau bis auf 2 Wochen im Sommer, wenn die Leitungen repariert werden, da gibt es kein warmes Wasser. Aber in Moskau ist eine unglaublich moderne Stadt, in der ich mich als Vorarlbergerin immer gefühlt habe wie aus der letzten Provinz. Ich habe sehr viel gestrickt, vor allem im Winter. Es ist nützlich und macht Spaß. Wie geht man mit dem russischen Winter um? Sich warm anziehen. Also die Skiunterwäsche nie zu Hause lassen.